Meine Damen und Herren, mit wehenden Rockschößen hätte ich fast gesagt, direkt vom Gottesdienst der Abschlussveranstaltung der Bischofskonferenz der Herbstvollversammlung hier in Fulda ist er zu uns gekommen, Bischof Dr. Georg Betzing, Bischof von Limburg. Herzlich willkommen, Herr Bischof. Gerne. Herr Bischof, Sie wurden im Juli 2016 zum Bischof von Fulda ernannt, von Limburg. Großartig. Also ich fange nochmal an. Haben wir einen Psychologen hier? War das jetzt irgendwie ein Freud oder so? Wir sind ja in der Sedisvakanz. Also, Herr Bischof, Sie wurden im Juli 2016 zum Bischof von Limburg ernannt und im September 2016 eingeführt, quasi jetzt also Jahrestag. Eigentlich sagt man einen herzlichen Glückwunsch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man Ihnen gratulieren darf, denn Sie haben erstmal ein schweres Erbe angetreten. Schwer und leicht. Also natürlich war die Situation in Limburg aufgeraut, das muss man wirklich sagen. Ich merke das auch jetzt noch. Man kommt mit Menschen zusammen, die sind einfach ja, verletzt. Da war Vertrauen kaputt gegangen. Das Haus war nicht das eigentliche Thema. Die Badewanne war nicht das eigentliche Thema. Also alle, die wir ins Haus führen, die sind enttäuscht über die Badewanne. Ja, ich finde die auch doof, ganz ehrlich. Also ich finde da nichts Besonderes dran. Da ist nichts Besonderes dran und ich habe irgendwie, man muss ja auch schon mal raus damit, also die Gruppen, die dann vorm Haus stehen, da komme ich mit dem Auto vor, ach, Sie sind der Bischof, dann kann man jetzt mal die Badewanne mal gucken. Dann sage ich jetzt manchmal schon mal, tut mir leid, die ist im Moment zum Vergolden unterwegs. Können wir nicht zeigen. Das war nicht das Thema, sondern es ging nicht gut zwischen Bischof und den Gläubigen. Und da merkt man, wenn Vertrauen verloren geht, dann ist viel zu Bruch gegangen. Und umgekehrt habe ich gemerkt, wie viel Herzlichkeit und wie viel Vertrauen mir dann entgegenkam, als ich kam und die Leute spürten, ja, der ist ziemlich normal, mit dem kann man reden, der hat Interesse an uns, der will hier mit uns einen Weg gehen, der will in die Zukunft gehen. Da habe ich nochmal gemerkt, wir haben es ja heute Abend auch schon ein paar Mal gehört, so das Katholische ausmacht. Die Menschen wollen mit einem Bischof gehen. Also Bischof ist für Katholiken so irgendwie im Blut, dass man da einen guten Weg zusammen gehen will. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist etwas kaputt gegangen. Und das war in Limburg geschehen. Jetzt ist es so, ich meine, die Bischofswohnung hat, glaube ich, 285 Quadratmeter. Die ist natürlich schon relativ groß. Das ist Ihr Amtssitz auch gleichzeitig, dieses Bischofshaus. Sie wohnen aber dort nicht. Ja, also das ist ja ein großer Komplex. Also wer noch nicht da war, also herzlich eingeladen, mal zu kommen, sich das anzuschauen. Ein großer Komplex, der gut geplant ist eigentlich. Also das sind die Arbeitsbereiche, da habe ich mein Büro, da sind meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, da haben wir einen Sitzungsraum, da haben wir eine Möglichkeit, Gäste zu bewirten, da haben wir einen großen Raum, um etwa auch ähnliche Veranstaltungen hier zu machen oder große Konferenzen abzuhalten. Die Kapelle ist da und die Bischofswohnung. Kapelle, die regelmäßig für Gottesdienste genutzt wird? Klar, also jede Woche feiern wir Gottesdienste und ich bin natürlich oft mit Gruppen da, weil das ein wunderschöner Raum ist. Jetzt haben wir eben die Idee und das habe ich auch ein bisschen forciert. Ich bin nicht in die Wohnung eingezogen. Das hat zwei Gründe. Ich habe reingespürt, einfach in den 10 Wochen, die ich Zeit hatte vor meiner Bischofsweihe, was ist das Richtige? Es gab Briefe, die sagen, du musst unbedingt da reinziehen und andere machen Riesenbogen um das ganze Haus. Und ich habe mich dann entschieden, irgendwie steht für die Leute da Bischof drauf. Da muss auch Bischof drin sein. Ich fahre dahin mit dem Fahrrad morgens zur Arbeit und abends zurück und arbeite dort und treffe dort viele, viele Menschen, aber ich wohne nicht dort. Und deshalb muss man natürlich fragen, was tun wir mit der Wohnung? Und wir werden das Erdgeschoss, das ist so ein Bungalow-Stil, dem Museum, das direkt gegenüber liegt, wo es auch schon Zugang gibt, geben.
Limburg ist klein, hat auch ein relativ kleines Museum. Die sind sehr dankbar, wenn sie da für ihre Dauerausstellungen Raum haben. Und dann kann man die Kapelle für die Menschen öffnen. Die ist so schön, da müssen Menschen rein. Die müssen die wunderbaren Fenster bewundern können. Und diese Größe, die der Raum atmet, das ist etwas ganz Schönes. Und ich merke schon in den 2 Jahren, wo jetzt ganz viele Menschen hineingegangen sind, drin waren, etwas erlebt haben, mal ein Glas Wein getrunken, miteinander geredet haben, dass sich so die Atmosphäre dieses Hauses auch verändert. Ja, auf einmal ist das keine Burg mehr, geschlossen, alle Welt weiß darum, aber niemand konnte rein und so, sondern das Haus geht auf. Und das ist etwas Schönes, was man jetzt schon wahrnehmen kann. Wunderbar, also Museum demnächst, was man sich also dann auch eben anschauen kann, ja, eben öffentlich und damit auch die Kapelle öffentlich, wie Sie es gerade gesagt haben. Jetzt habe ich nichtsdestotrotz nicht unbedingt den Eindruck, dass das Bischofsein in Limburg in letzter Zeit vergnügungssteuerpflichtig sei, weil Ende 2017 gab es böse Attacken gegen Sie, dass ein Bischof als Teufel bezeichnet wird und als Komplize der Abtreibungsindustrie, war für mich neu, war heftig. Ja, für mich auch. Was war da los? Das war Heiligabend morgens, ich mache also das Badfenster auf und da wurde die Straße vor meinem Haus, also dort, wo ich wohne, unterhalb des Krankenhauses, die wurde, war gerade aufgerissen und so. Da denke ich, ach, da steht ein Transparent in deinem Garten, hat die Straßenbaufirma, wünscht die irgendwie frohe Weihnachten, weil das so, ja, weil es Belästigung ist. War es jetzt nicht ganz? War es nicht ganz. Also das war dann tatsächlich ein Transparent von, ja, Gruppierungen ganz massiver Abtreibungsgegner, die das aber, also die dann alles in einen Topf werfen. Also das war die Zentrumspartei. Ich wusste bis dahin auch gar nicht, dass es die noch gibt. Ja, so eine ganz kleine Splittergruppe. Ja, ein über 90-jähriger Vorsitzender der Zentrumspartei und ein Aktivist aus dem Bayerischen, die aber, das muss man ganz klar sagen, auch zusammen, das haben wir dann nachher rausbekommen, mit der AfD zusammenwirken. Der Punkt war, in Wiesbaden ist ein großes Klinikum und da gibt es seit vielen Jahren eine wunderbare ökumenische Aktion, dass 2-mal im Jahr dort frühgeborene Kinder, die verstorben sind, entweder schon im Mutterleib oder kurz nach der Geburt, also vor der Geburt natürlich, also diejenigen, die also nicht unmittelbar bestattet werden, dass die dort bestattet werden. Wenn ich das erklären darf, es gibt ja so eine rechtliche Grenze, also bis zu so und so vielen, genau, Wochen oder was, muss man nicht bestatten. Und jetzt sage ich so mal ganz böse, in manchen Krankenhäusern hat man es dann einfach in den Abfall geworfen und da wird aber jetzt bestattet. Da wird bestattet und es kommt hinzu, dass es eine Frauenarztpraxis gibt, die auch Abtreibungen vollzieht und die arbeitet mit einem Klinikum in München zusammen, wo das auch eine Abtreibungsklinik ist, eine sogenannte. Und es werden abgetriebene Föten von dort auch mit dem, ja, ich sage mal, menschlichen Material, was dann dort gesammelt wird in der Klinik, auch mit beigesetzt. Das ist eine Gemeindereferentin des Bistums Limburg und eine evangelische Pfarrerin, die das tun. Und dann habe ich mich natürlich sehr damit auseinandergesetzt, gehört, was tut ihr da, was macht ihr? Und in der Tat, die Alternative und der Angriff geht darauf hin, dass das sozusagen ein Pakt mit der Abtreibungsindustrie sei, wenn wir als Kirche diese abgetriebenen Föten würdig beisetzen. Und ich sage, was wäre denn die Alternative? Sondermüll wäre die Alternative. Ich kann das überhaupt nicht denken und verantworten und habe von daher diese ökumenische Praxis des Totengedenkens, der Bestattung, einer würdevollen Bestattung, der Arbeit auch mit Eltern unterstützt und tue das auch weiter. Und das gab den Konfliktpunkt, denn ich kann nicht denken, dass das eine Unterstützung von Abtreibungspraxis ist.
Und dass dann jemand auf den Gedanken kommt zu sagen, der Bischof von Limburg sozusagen unterstützt die Abtreibungsindustrie und ist auf deren Seite. Also da muss man schon ein paar Kapriolen machen, um so etwas zu denken. Das war aber so, also es gab in ganz Limburg wurden Flyer gestreut in die Briefkästen und so. Das war schon ziemlich gut gemacht, um einfach so den Blick für den neuen Bischof, der ja klar, ich war gerade ein Jahr da, also da ist jemand noch nicht so gesettelt, dass alle Leute sagen, ja, wir kennen den doch, das ist doch überhaupt keine Frage, sondern was ist schon wieder was mit dem Bischof? Das war ja das, was in Limburg, ja, dann viele Leute irritiert. Was ist denn jetzt schon wieder? Immer haben wir sozusagen die Lasten von Bischöfen zu tragen. Das war dann aber ganz schnell in Limburg selber geklärt. Aber das hat mich dann auch bewogen dazu, mich rechtlich beraten zu lassen und zu sagen, das kann ich nicht einfach so weiterlaufen lassen, zumal weitere Aktionen angezeigt waren. Es gab dann auch eine, als wir im Frühjahr Vollversammlung der Bischofskonferenz in Ingolstadt hatten, stand vor dem Tagungshotel ein großer Transporter mit demselben Foto wieder, demselben Bild als Transparent. Das war dann schon immer so ganz lustig. Ja. Jetzt haben Sie, wie ich finde, großartigen Pressesprecher Stefan Schnelle, der am Anfang gesagt hat, naja, der Bischof nimmt das relativ sportlich. Ja. Aber irgendwann war dann auch der Punkt, ich glaube, wo Sie Strafanzeige dann gestellt haben. Ja. Wo es einfach nicht mehr anders ging, um das jetzt mal zu stoppen. Ja? So ist es. Das habe ich getan. Vor allem auch, weil Menschen, also das war an diesem Heiligabend dann, wir haben das schnell weggeräumt, Nachbarn kommen, das ist da wirklich schön, haben das bereinigt. Aber dann kam eine Frau aus der Nachbarschaft, klingelte und sagte, ob sie kurz mit mir reden könnte und brach dann wirklich in Tränen aus, weil sie Großmutter eines Zwillingspaars ist, wo ein Zwilling lebend zur Welt gekommen ist, der andere verstorben ist. Ja, in der Frau war alles wieder präsent und die hat dann gesagt, wie können Menschen so brutal sein und dann auch denken, sie sind für den Glauben unterwegs. Ja? Und das, die werfen mir diesen Flyer in den Briefkasten an Heiligabend. Heute Nachmittag kommt mein Sohn, seine Frau und der Enkel, der lebt. So, das waren für mich dann wirklich, und gab es einige Begegnungen in dieser Art. Da muss ich sagen, da ging es über meine Person hinaus. Und ich habe gedacht, wir müssen das stoppen. Dann haben wir natürlich zuerst versucht, mit den Leuten Kontakt aufzunehmen und sagen, unterlass das. Also es gibt ja Wege der Moderation dann auch. Ich habe kein Interesse, da jemanden zu verklagen. Aber das ging sogar weiter, bestimmte Homepages, auf denen dann dieselben Botschaften vertrieben wurden, sodass uns dann nichts anderes übrig blieb, als eine echte Klage anzustreben. Ich habe noch ein unerfreuliches Thema, was ich... Ja, wo ich leider nicht drum herum komme, Sie zu fragen. Sie sind 12 Jahre lang als Subregens und Regens, also als Stellvertreter und als Leiter. 20. Insgesamt 20 sogar. 20. Okay, im Priesterseminar in Trier gewesen. Ja. Jetzt kennen wir die Missbrauchsstudie, wo leider eben viele Priester beschuldigt werden mit vielen Jungen und Mädchen, hauptsächlich Jungen, ja, Missbrauch betrieben zu haben. Gibt es da als jemand, der Priester über viele Jahre ausgebildet hat, begleitet hat, geht es da über die Betroffenheit des Bischofs hinaus da noch eine persönliche Betroffenheit? Ich glaube, mir wird es irgendwie einen Teppich unter den Füßen wegziehen. Ja, also wir haben ja in diesen Tagen im Grunde fast ausschließlich, alle anderen Themen wurden so irgendwie am Rande berührt, über die Missbrauchsstudie gesprochen. Da gibt es niemand, der unberührt bleibt, egal welche Geschichte als Priester er hat, weil das eben so stark in dieses Ideal, das, ja, ich sage mal, mein Lebensideal ist, auch eingreift. Dass es da eine solche Enttäuschung gibt, dass man dieses Amt, dieses kostbare Amt, diese Aufgabe so missbraucht, um wirklich Verbrechen an Kindern und jungen Menschen zu begehen. Das ist ein Schock und
sowohl als Verantwortlicher in der Priesterausbildung, später dann als Generalvikar, bevor ich in Limburg Bischof wurde und jetzt als Bischof. Es gibt auch keine Gewöhnung daran, ja, wenn ich mit Betroffenen rede und die erzählen ihre leidvolle Geschichte und ich merke, wie schwer das den Menschen fällt, das zu sagen, also das überhaupt auszusprechen, was da geschehen ist. Und manchmal ist es ja so, dass sie über Jahrzehnte geschwiegen haben, dass sie versucht haben, sich jemandem anzuvertrauen als Kind, aber dort nicht die, die richtigen Reaktionen oder die Unterstützung oft nicht bekommen haben. Heute viel, viel eher natürlich. Das ist etwas, also das geht, das erschüttert bis ins Mark hinein, das muss ich sagen. Ja. Die betroffenen Geschichten, die Opfergeschichten und die Tätergeschichten, für die ich mich also eigentlich in Grund und Boden schäme, jedes Mal, wenn ich das wieder wachrufe. Und insofern sage ich mir immer, also man kann die Zahl, das ist eigentlich schon fast ungehörig, da eine Zahl zu nennen, weil ja hinter diesen Zahlen 3677 ist die erhobene Zahl und die Forscher sagen uns ja, das ist das Hellfeld, es gibt ein Dunkelfeld und man kann nur ahnen, wie groß das ist. Hinter jeder einzelnen dieser Zahlen steht eine einzelne Geschichte eines Menschen, für die dieses erleben müssen als Kind und junger Mensch oft einfach eine echte Wende im Leben gewesen ist, die Seele zutiefst verletzt hat. Und wir kennen ja jetzt auch viele Biografien. Gott sei Dank gibt es viele Menschen, die das für sich bearbeiten konnten in guten Beziehungen, in Freundschaften, in Partnerschaft. Aber es gibt auch Menschen, die dadurch einfach ihr Leben lang nie etwa in eine Partnerschaft geführt haben, Sexualität gut leben konnten mit Partnern, wirklich krank geworden sind daran und das bis heute sind. Das sind Folgen. Also, wenn jemand bestreiten würde, dass es Sünde gibt, dann sollte er sich solche Geschichten von Opfern anhören und das müssen dann nicht Täter aus dem kirchlichen Bereich sein. Wir wissen ja, dass das gesellschaftlich ein ziemlich starkes Phänomen immer noch ist, der Missbrauch an Kindern und jungen Menschen. Dann weiß man, was Sünde ist und was sie für Folgen setzt. Also das ist wie etwas losgetreten und es hat niemand in der Hand, was für ein Sturm sich daraus entwickelt. Wir wechseln mal das Thema. Sie sind in einer Freikirche gewesen und haben dort gepredigt, haben dann anschließend, glaube ich, sind Sie auch gesegnet worden von dem Pastoren-Ehepaar. Was war da? Das war eine Einladung. Schon bei der Post, der Gratulationspost zur Bischofsweihe, war eben der Glückwunsch der Christengemeinde in Limburg, die im alten Kino sich sonntags treffen und dort Gottesdienst feiern, und war eine herzliche Einladung, da hinzukommen. Das sind jetzt Christinnen und Christen, die, mit denen wir nicht in gewöhnlicher und organisierter Weise im Dialog sind. Also alle die christlichen Kirchen, die da verbunden sind in der sogenannten Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, ACK, kennen, schätzen sich, beten miteinander, haben eine gottesdienstliche Praxis miteinander. Es ist ja etwas Wunderbares in der Ökumene entstanden. Da gehören jetzt diese freien Gemeinden nicht dazu. Aber ich habe gesagt, ich gehe jeden Tag dort vorbei. Ja? Warum soll ich da nicht hingehen, wenn ich eingeladen werde von dem Pfarrer-Ehepaar? Dann war ich aber das erste Mal erschrocken, als der Pfarrer dann schrieb, so und so sieht unser Gottesdienst aus, also das sind 3 Stunden am Sonntagvormittag und danach noch Mittagessen und also Sie dürfen dann gerne 45 Minuten predigen. Dann habe ich erst zurückgemeldet, ich bin katholisch, das kann ich überhaupt nicht. Und übrigens hat der Papst noch gesagt, wir sollen viel kürzer predigen.
So, und ich bin aber dann dahin und das war so berührend, wie fromm diese Menschen beten, miteinander ihr Leben teilen, wie fröhlich sie sich begrüßen, wie herzlich neu Hinzukommende begrüßt werden. Da habe ich gedacht, Mensch, manche unserer katholischen Gemeinde, wissen wir, wenn mal ein Neuer da ist, dann wird geguckt, so von unten her, macht der denn hier? So. Dort wird aufgerufen, wer ist zum ersten Mal da, die werden herzlich begrüßt. Also es war eine tolle Atmosphäre, die mir dann auch irgendwie die Zunge gelöst hat. Und Sie haben dann 45 Minuten gepredigt. Bitte. Das hat mir der Pfarrer dann nachher gesagt. Es hat offenbar geklappt. Und ja, einen Ton zu finden, der das Gemeinsame und der die Berührung, die ich da erlebt habe im Gottesdienst, auch getroffen hat, sodass ich jetzt in Limburg Leuten begegne und die hatten eigens einen Gottesdienst noch in Weilburg abgesagt, damit eine Gemeinde dazukommen konnte. Und für mich das Interessante war, beim Verabschieden nachher im Gottesdienst kamen etliche auf mich zu und haben gesagt, Herr Bischof, ich bin katholisch, ja, aber ich habe hier in der Gemeinde und in dem Gottesdienst eigentlich zum Glauben gefunden. Das hat mich dann nochmal doppelt berührt. Warum schaffen wir das nicht in einer solchen Weise? Aber auf der anderen Seite der Freimut zu sagen, ja, ich bin katholisch, ich bleibe auch irgendwie verbunden, aber hier praktiziere ich den Glauben so, wie er mir für mein Leben hilft. Ich hätte Sie jetzt gerne noch gefragt zum interreligiösen Dialog, weil Sie dort also in der Bischofskonferenz natürlich tätig sind zur Kirchentwicklung. Unsere Zeit ist rum, aber ich glaube, wenn ich das mal so ein bisschen salopp sagen darf, Limburg hat einen Bischof in Anführungsstrichen zumindest zum Anfassen bekommen. Und da ist mir dann auch mit der Kirchentwicklung ehrlich gesagt nicht ganz so bange, wenn wir mehr Leute hätten wie Sie. Herzlichen Dank, Herr Bischof, dass Sie heute hier sind. Danke. Und eine kleine Tasse. Vielen Dank. Und ich weiß ja nicht, ob Sie im Bistum Limburg mit einem Schirm, wo Bistum Fulda draufsteht, herumlaufen dürfen, aber zumindest im Auto kann ja eine Hilfe sein. Ich werde es probieren und dann sage ich Ihnen, was für Reaktionen gab. Wunderbar, Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Bitte sehr.